Läuft. Und der Laden hier ist schon mal fertig. Den markiere ich jetzt mal. Store und Storage. Store 5 war das. Koppel ich den auf jeden Fall schon mal. Rund um die Uhr soll der auch offen haben. Kassierer, werde ich auch 2 einstellen, wieder mal. Nach dem selben Prinzip dieser kleineren Läden. So ein Fulltime-Job, ne? 12 Stunden. Für den Auffüller wird das nochmal ein bisschen mehr. Von 6 bis 21 Uhr. Genau. Müssen wir den noch aufbauen in den Laden erstmal. Kasse, 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 Kasse hier. Checkout, Counter. Wie haben wir das da oben gemacht? Mal Platz gelassen, ne? 2 Platz gelassen. Sollte so passen. So, was wollten wir verkaufen? Chemical, ne? Schauen, was wir brauchen wir denn dafür? Das Kleidung. Ah, hier oben ist das, ne? Ja. Das kann man anscheinend nur im normalen Regal verkaufen. Ja. Brauchen wir nur das normale Regal, so wie es aussieht. Der Durchgang ein bisschen schwierig, ne? Platz müsste ja reichen. Ja. Das denke ich reicht. So, was haben wir denn hier? Schlange? Achso, Schlange war nicht besetzt. Ja, genau. Wir wollten jetzt hier... Was wollten wir jetzt hier? Wir wollten keine Kleidung. Media Tools auch nicht. Tools auch nicht. Health and Beauty. Achso, das wird erweitert, oder wie? Na, dann machen wir so eine Art Drogeriemarkt raus, ne? Wollten wir ja eigentlich eben. Wie viel haben wir denn? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sachen. Passt. Können wir 2 Regale immer mit demselben befüllen. Das passt sehr gut. Weil mir gerade einfällt, wir müssen noch das Regal nicht, sondern das Lager auf 100% stellen. Genau. So. Health and Beauty war das, genau. Kosmetik. Genau. Muss ich aufpassen, dass ich hier nicht immer in die falsche Spalte komme. Das ist ein bisschen verleckert hier. So, das müsste eigentlich vom Prinzip her dann auch ein Tier 2 Geschäft sein. Tier 3, Tier 2, wie man es halt sieht. Ja genau, Diapers und Toilet Paper. Toilet Paper, Paper. Hatte ich in dem Gemischtwarenhandel schon drin, deswegen... So. Boom. Die Schlangen sind ein wenig überfüllt, wie ich sehe. Wie sah das denn vom Profit aus? Sonst würde ich da wirklich noch eine Kasse eröffnen. Beziehungsweise eine Kasse haben wir ja noch. Brauchen wir noch einen Kassierer zu dieser Zeit hier. Das ist Store 1. 48. Lohnzerstott. Ja, machen wir mal. Kassierer.
Wir haben drei Kassierer im Einsatz. Der deckt von 9 bis 12. Von 9 bis 21 Uhr ab. Würde ich sagen, so deckt er jetzt von 6 bis 12. Von 6, was sage ich, von 6 bis 18. Oder er deckt 9. Arbeitet halt ein bisschen länger. Reicht auch, dann brauchen wir nicht noch einen neuen Kassierer. Erforschen. So ein Luxusgeschäft fehlt noch. Genau, da hatten wir die Meldung gehabt. So. Wie sieht es bei den Finanzen aus? Plus 3600. Nicht schlecht. Schauen wir mal jetzt am Ende des heutigen 19. Tages, wie viel Profit hier der neue Laden abwirft. Ich hoffe doch einiges. Genau, da fehlt jetzt noch was. Vote, Stuff Only, kämen noch dahin. Loading zwar noch da unten rein, genau. Und dann können wir hier schon mal planen. Ich will das ja jetzt erstmal hier spiegeln. Na, das 6x6? Ja. das kann aber gerade nicht sein. Oh. War das so, ja? Okay. So. 15x10, soweit ich noch weiß. Genau. Wände brauche ich hier, damit das wieder gleichmäßig ist. Genau. Objekte. Tür. Stuff Only brauche ich. Genau. Und dann schauen wir gleich mal weiter. So, jetzt schaue ich mal. Jetzt bin ich mal gerade gespannt. Store 1, 45% ist wieder ein bisschen rückgängig. Vielleicht durch die neuen Mitarbeiter. Was ist das? Neue Mitarbeiter durch den Mitarbeiter, der ein bisschen länger arbeitet. Maybe. Beziehungsweise schlechte Kundenbewertung. Wo wir haben hier lächelnde Smiley jetzt sogar. Store 3. 85%. Das sieht doch schon mal gut aus. Und Store. Also hier der dritte Laden eigentlich, der hat nur 25%. Das verstehe ich gerade nicht. Gewinn wächst, aber... komisch. Sehr komisch. Hab ich gerade irgendwie falsch das Gebäude hingesetzt? Maybe. Das verstehe ich jetzt auch gerade nicht. Länge von 10? Von 10. Irgendwas stimmt nicht. Oh. Ich sehe das Problem. Anscheinend so gar nicht hochsetzen, obwohl ich da gleich gebaut habe. Okay. Ja gut, das ist vom Spiel so, aber... Ja, gut. Hat von der Symmetrie jetzt gerade nicht so perfekt, aber... Was soll's. So. Hatten wir jetzt noch was Neues erforscht? Ich meine schon, ne? Elektronikladen können wir noch machen. Manage Assign Storage... Store, Storage, Store, mit dem Koppeln, rund um die Uhr, Kassierer,
Neuer Kassierer. Und einer, der noch befüllt. Von 6 bis 21 Uhr. Perfekt. Jetzt können wir den Laden wieder beschmücken. Hier war's. So, das geht bis 2 davor, okay. Elektronik. Was brauchen wir denn für ein Regal? Ja, Essen auf jeden Fall nicht. Normales Regal. Geht nicht. Da geht, das geht nur auf den Tisch. Sehe ich da drei Steck. Was ist denn hier noch? Tisch, okay. Brauchen wir nur Tisch anscheinend. Hm. Oh, das war eine Fehlplanung, ja. Ne? Da. Remove. Machen wir das anders. Na, das passt aber auch nicht. Ach shit. Hat ein Denkfehler oder was? Hm. Müssen wir es doch mit lang reinmachen. Leider. Hm. So, wie viele Produkte haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hm, passt nicht ganz, fehlt eins. Na gut, müssen wir mitleben. Genau, das Lager könnte ich gerade noch auf 100% setzen. Jetzt gleich. So. Laptops. Schon mal zweimal. Game-Konsole zweimal. Smartphones zweimal. Tablets nehmen wir natürlich auch zweimal. MP3. Kameras. TV machen wir mal dreimal. Dann gucken wir mal hier hinten noch, nehmen wir nochmal Computer rein. In der Ecke hier hinten. Gaming-Konsole. Smartphones, klar. Tablets auch. Und dann würde ich sagen, Kameras. Ja. Schauen wir mal, wie der Laden gleich läuft. Das ist ein bisschen doof, dass die alle über die Wiese durch den Wald hier halt müssen. Oh, dann könnte ich nochmal einen Parkplatz hier drüben machen. Genau, das passt eigentlich ganz gut. Hm. So, was haben wir denn aktuell? 49%, 86%, 20%. Warum läuft der so schlecht? Hm, das verstehe ich nicht. Könnte aber... Das Lager wird ja nicht so oft benutzt, nur beim... Neubau eigentlich. Könnte ich eigentlich hier nochmal zwischen Laden setzen, ne? Oder ich mache hier in der Mitte noch ein Zentrallager. So ein großes Lager brauchen wir eigentlich nicht. Hm. Habt ihr mal eine Idee? Wir mal wissen, ob so ein Laden läuft. Gut, jetzt haben wir aber da schon ein Kleidungsgeschäft. Hm.
Ein bisschen schmal, ne? Brauchen wir denn da? Ein bisschen groß. Das sind 11. Das ist zu schmal, aber für so einen Laden. Gerade ein wenig überfragt. Hier sehe ich die Kasse überfüllt. Doch, da auch schon wieder. Das ist Store. Ja, Store 5. Stuff. Nehmen wir mal 6 bis. Machen wir auch mal 21 Uhr. Vielleicht hilft das jetzt gleich. Am nächsten Tag. Ja, wenn er wieder. Wenn er überhaupt eingestellt ist. Hä? Okay. Fehlplanung irgendwie. Doppelte Mauer. So. Sollte das aber auch passen. Genau. Store 100%. Müsste das eigentlich nachgefüllt werden gleich mal. Im Lieferwagen. Theoretisch. So. Hoffe ich zumindest. So, nee, aber jetzt mit der Planung. Ich wollte mal so ein reines Schuhgeschäft machen. Ob sich das Nachfrage noch auswirkt. Fehlt aber gerade irgendwie hier von der Planung. Das sieht aber auch nicht aus. Mach das jetzt einfach mal so. Wände sollen aber hier bleiben. Tür brauche ich auf jeden Fall. Stuff only, am besten hier hin. Dann kann das gehen, bitte. Hallo. Okay. Dann mal so rum. Ja, egal. So, Erforschung. Bowling, Cinema. Media. Ah, nehmen wir hier nochmal was rein. Ja, haben wir Waschmaschinen und sowas. Gefriertruhe, Kühlschrank, ja. Das waren aber gerade auch... Ja, 96, okay. So, mal gerade schauen, wie kriegen wir hier eine Kasse unter. Eine Kasse sollte ja eigentlich in so einem kleinen Laden reichen. Ein bisschen eng, ne? Hier wollte ich ein Schuhgeschäft reinmachen. Das waren die Regale. Oh, 10 passt doch, dann können wir 5-5 machen. 5-mal Männer, 5-mal Frauenschuhe. Müssten den aber noch hier markieren, als Laden und der... Genau, der Laden, ne, erstmal das. Das wäre dann Laden Nummer 9, genau.
auch rund um die Uhr offen. Geht das überhaupt? Sind jetzt die eine Zuordnung noch drin? Ja, die können zusammen ein Lager haben. Gut, perfekt. Brauchen wir für den Laden jetzt hier noch Kassierer? Also wieder mal zwei. Nochmal ein Kassierer. Und jemand, der dann auffüllt. Genau. Jetzt müssen wir noch füllen. So, dann müssten wir jetzt von der Theorie hier oben mit dem Gemischtwarenhandel ein Tier 1 Store haben. Mit den drei Läden hier, Kleidung, so eine Art Drogeriemarkt und Elektromarkt, jeweils Tier 2 bzw. Tier 1, 2 Geschäft haben. Und hier mit dem Schuhladen bin ich mir jetzt gerade nicht ganz im Klaren, weil wir eigentlich jetzt doch nur auf 50% nicht über 50% kommen, ne?